Gezeigt wird der Aufbau der Röhre EBF89. Die EBF89 ist eine Vorverstärker-Pentode sowie eine Duo-Diode. Beide Systeme verfügen über dieselbe Kathode. Dieser Schaukasten wurde von Telefunken ungefähr Mitte der 1960er Jahre produziert. Die Bildqualität ist dadurch etwas schlechter, da dieser Kasten in Kunstharz eingegossen ist und dieser halt im Laufe der Zeit stark vergilbt bzw. verkratzt ist. Die einzelnen Komponenten der Röhre sind von oben nach unten dargestellt, beginnend mit dem Getterring. Der Getterring enthält das Gettermaterial, welches nach Evakuierung der Röhre verdampft wird mit Hilfe eines Hochfrequenzfeldes. Dieser bildet dann den typischen Spiegel der Röhre, also den grau-silbergrauen Spiegel, der freie Gasatome bindet. Anschließend kommt der oberste Klimmerring, der das System stabilisiert. Dann sind zu sehen zwei Abschirmelemente, die die beiden Diodensysteme vom Pentodensystem trennen, um elektrische Interferenzen zwischen beiden Systemen zu verhindern. Diese Elemente sind röhrenintern auf Kathodenpotenzial gelegt. Dann eine weitere Klimmerscheibe. Und ganz außen in der Röhre ist die Abschirmung des Gesamtsystems von nach außen hin, um Interferenzen mit der anderen Elektronik im Gerät zu vermeiden. Dann die drei Steuergitter. Nummer 7 ist das direkt das erste Steuergitter, Nummer 8 ist das zweite Gitter und Nummer 9 ist das Bremsgitter, das dritte Gitter. Bei der EBF 89 ist das Bremsgitter nach außen ausgeführt, sodass es beliebig angesteuert werden kann. Bei sehr vielen Röhren ist das Bremsgitter röhrenintern auf Kathodenpotenzial gelegt. Nummer 10 daneben ist die Kathode selbst. Die Kathode ist in diesem Fall auf dem Kopf stehend. Wenn man genau hinsieht, sieht man zwei etwas geriffelte Bereiche. Der Bereich hier ist für das Pentodensystem und der kleine Bereich hier ist für die beiden Diodensysteme. Diese Bereiche werden dann mit Bariumoxid beschichtet, um die emissionsfähige Schicht zu bilden. Direkt daneben ist der eigentliche Heizfaden. Dieser wird in das Kathodenröhrchen eingeführt. Nummer 12 ist ein weiteres mechanisches Bauteil zur Stabilisierung der Röhre. Nummer 13 ist die eigentliche Anode des Pentodensystems. Und 14, 15 sind die beiden Anoden des Diodenteils. Das hier ist die unterste Klimmerscheibe. Das hier ist der Pressglasteller, der die Stifte führt, die die interne Verbindung zur Röhre selbst herstellen, sowie einen Stabilisierungsteil. Das hier ist die Röhre, die komplett aufgebaute Röhre, ohne den äußeren Glaskolben. Man sieht hier den Getterring ganz oben. Das ist diese Klimmerscheibe und die Klimmerscheibe hier ist diese hier. Nebendran sieht man den eigentlichen Kolben mitsamt den Pumpstutzen. Also dieser Teil hier wird mit der Vakuumpumpe verbunden, um die Röhre zu evakuieren. Und ganz rechts ist natürlich die fertig aufgebaute Röhre.
Prüfung des Pentodensystems der EBF 89. Die Prüfspannungen sind für Gitter 1 minus 1,5 Volt, für Gitter 2 100 Volt, und für die Anode 200 Volt. Gitter 3 ist auf Kathodenpotenzial gelegt. Es gibt keinen Kurzschluss. Jetzt Einstellungen der Spannungen. Anode auf 200 Volt. G2 auf 100 Volt und G1 auf minus 1,5, Halsspannung 6,3, und die Röhre liefert ungefähr etwas über 10 mA. Sie soll liefern 11 mA. Liefert, das Messgerät ist auf 30 mA Maximalausschlag eingestellt. Es hat einen Ausschlag von ungefähr 20,5, was dann entspricht ungefähr 10,25 mA. Die Röhre ist somit noch im sehr guten Bereich. Jetzt prüfen wir noch das Doppeldiodensystem. Prüfung der beiden Diodensysteme in der EBF 89. Die Prüfdaten sind Anodenspannung 10 Volt. Der Instrumentenausschlag sollte 0,6 mA betragen. Der Messbereich ist 1,2 mA beim Maximalausschlag. Zuerst nochmal Prüfung auf Kurzschlüsse. Anodenspannung stimmt, 10 Volt. Das erste System hat Ausschlag von ungefähr 38. Das zweite System Ausschlag 42. Das entspräche ungefähr über den Daumen gepeilt 0,75 mA. Und damit wäre die Röhre noch im sehr guten Bereich.